Ja, wir haben derzeit ein Welthandelssystem, bei dem bestimmte Minderheiteninteressen bedient werden. Und das wird so organisiert, politisch organisiert, dass Handel zum Selbstzweck stilisiert wird und das dann als Freihandel verbrämt wird, positiv verbrämt wird. Da gewinnen halt wenige, aber sehr viele verlieren. Und auch die Umwelt verliert und auch die Demokratie verliert. Auch ein sinnvolles und gutes Leben und Zusammenleben verliert durch die Selbstzweckwerdung des Handels. Und eine Alternative würde Handel zum Mittel machen, das in den Dienst der Menschenrechte, ihrer Erfüllung, nachhaltiger Entwicklung, Verteilungsgerechtigkeit, Sozialzusammenhalts, kultureller Vielfalt, also der eigentlichen Ziele und Werte der Staatengemeinschaft und auch demokratischer Gesellschaften gestellt wird. Und das wäre dann weder Freihandel, Handel ist ein Selbstzweck, noch Protektionismus, wir schließen die Grenzen, sondern es wäre eben etwas dazwischen. Wenn Handel den Wohlstand ganzheitlich fördert, dann wollen wir mehr davon. Wenn aber Handel den Wohlstand gefährdet, weil er Arbeitsplätze zerstört oder die Umwelt kaputt macht oder die Demokratie untergräbt durch zu hohe Machtkonzentration und zu große Unternehmen zum Beispiel, dann wollen wir weniger davon. Das wäre eine ganz gelassene Haltung gegenüber dem Handel, wie gegenüber Steuern zum Beispiel. Die sind ja auch nicht per se schlecht oder ein Selbstzweck, sondern die dienen bestimmten Zielen eines demokratischen Gemeinwesens. Und so müsste auch der Welthandel gestaltet sein. Also es gibt natürlich sehr viele Ursachen für die gegenwärtige Weltenlage. Das ist nicht monokausal. Ich denke, die wichtigste Ursache ist, dass Menschen nicht tief mit sich selbst verbunden sind und mit anderen Menschen verbunden sind. Das heißt, es beginnt mit der Erziehung, dass wir nicht zu uns selbst hingeführt werden oder dass uns Selbstfinden erleichtert wird, sondern dass wir abgelenkt werden nach außen und dann externe Werte wie Geld oder materiellen Wohlstand oder Karriere und Erfolg oder auch Macht anstreben. Und dann kommt es eben zu Herrschaftssituationen und zur Ausbildung von Machtstrukturen, von sichtbaren und von unsichtbaren, von ökonomischen und ideologischen Machtstrukturen. Und die verhindern eben, dass wir ein erfülltes und gelingendes Zusammenleben organisieren. Die Bildung und das Selbstspüren von Menschen ist das eine. Dann ein Teil dieser ideologischen Macht ist, dass eben Mythen über das Wirtschaftssystem verbreitet werden, wie zum Beispiel, dass jeder gegen jeden Konkurrenz und das Streben nach materiellen Werten uns glücklich macht und eine gerechte Gesellschaft hervorbringt. Das dritte wäre dann, dass genau dieses Wirtschaftssystem eine so ungerechte Verteilung schafft, dass dann auch materielle Machtstrukturen sich ausbilden und obwohl dann vielleicht sogar Mehrheiten eh das Richtige wollen, sie es dennoch nicht bekommen, weil die Minderheiten so mächtig sind, dass sie die Regierungen und Parlamente fest im Griff haben. Und vielleicht noch die Medien als letzte Quelle von vielen weiteren, die können es immer wieder schaffen, dass die Mehrheitsmeinung so manipuliert wird, dass die Mehrheit das will, was ihr eigentlich schadet und dass die Mehrheit das will, was eigentlich nur der Minderheit nützt. Also wenn wir jetzt das Handelssystem betrachten, wäre die systemische Lösung, dass wir das Handelssystem auf einer multilateralen Ebene, also innerhalb der Staatengemeinschaft, das heißt aber auch schon innerhalb der UNO gestalten, in Abstimmung auf die Menschenrechte, auf nachhaltige Entwicklung, auf Klimaschutz, auf kulturelle Vielfalt und dass diejenigen Länder, die diese Ziele ernsthaft umsetzen, sich dafür auch völkerrechtlich zur Verantwortung ziehen lassen, dass die freier miteinander handeln und sich vor anderen schützen, die dies weniger konsequent machen. Das Gleiche könnte man auch auf die Unternehmensebene verlagern. Unternehmen, die eine vorbildliche Gemeinwohlbilanz vorweisen können, die erhalten freien Zugang zum Weltmarkt. Und je schlechter das Gemeinwohlbilanzergebnis ausfällt, desto höher sind dann die Zollbarrieren oder die Zugangsbarrieren zum Weltmarkt. Das nächste wäre, das wäre mein Herzblutprojekt, nämlich dass Menschen, die etwas verändern wollen, in ihrer Familie, in ihrem Unternehmen, in ihrem Verein oder ihrer Organisation oder, das wäre dann schon das Ehrgeizigste, in ihrer Lebensgemeinde, in ihrer Lebenskommune, einen sogenannten demokratischen Handelskonvent starten. Das ist ein ungefähr einjähriger Prozess mit 50 bis 100 Menschen aus der Gemeinde, die demokratisch legitimiert sind, die Grundsatzfragen der Handelspolitik aufzubereiten in Varianten, damit sich alle relevanten Meinungen abbilden. Und am Ende des Prozesses stimmt dann die gesamte Gemeindebevölkerung alle Alternativen, die ausgearbeitet wurden, mit Widerstandsmessung ab. Und es gewinnt die Variante, die den geringsten Widerstand auslöst. Das ist ein sehr intelligentes Verfahren, das wir
sehr, sehr warm empfehlen, es zu versuchen und dann zu sehen, wie toll es funktioniert. Hat zwei Mathematiker der Universität Graz entwickelt. Ja, und am Ende eines solchen Prozesses könnten dann Delegierte bestimmt werden, die dann in den Bundeshandelskonvent oder vielleicht sogar in den europäischen Handelskonvent entsandt werden, der dann auch nicht entscheidet, sondern die finalen Varianten ausarbeitet, die vom gesamten europäischen Souverän abgestimmt würden. Ist ein sehr ehrgeiziges Vorhaben, aber uns fällt im Moment nichts Besseres ein, wie man die Handelspolitik der EU anders mandatieren könnte. Also die EU hat ja derzeit ein Mandat im Lissabon-Vertrag, das ist der Grundlagenvertrag der EU. Und die EU-Kommission muss den Freihandel, den Zwangshandel eigentlich durchsetzen, weil dazu ist sie vertraglich verpflichtet, auch wenn diesen Lissabon-Vertrag niemand von den Souveränen abstimmen durfte, was ja Teil der undemokratischen Konstruktion der EU ist. Aber so ein kommunaler Handelskonvent, den kann man halt in der eigenen Lebensgemeinde machen. Der stärkt die demokratische Beteiligung und löst auch hoffentlich ein bisschen die politische Frustration auf, die immer mehr Menschen haben, weil über ihre Köpfe hinweg regiert wird und auch gegen ihre Interessen der Zwangshandel durchgesetzt wird. Von daher ist das zwar kein einfacher Vorschlag, den wir machen, aber ich glaube, ein umso wichtigerer. Und wer es dann mal getan hat, wird einen sehr hohen Lohn dafür empfangen. Für mich ist dieses globale Bewusstsein oder dieses universale Verbundensein ist eine Frage der Selbsterkenntnis. Also mein Menschenbild ist, dass wenn ich immer tiefer mich erkenne, dann erkenne ich nicht nur meine individuellen Bedürfnisse und Gefühle und Vorlieben und Meinungen, sondern je tiefer ich sozusagen in mich selbst hineinblicke, desto mehr erkenne ich dann auch, dass ich mit allen anderen verbunden bin. Und das löst eben dieses schöne Paradoxon auf, dass im Begriff Person hindurch klingen steckt, nämlich dass wir sowohl Individuen, die auch Freiheit benötigen und Authentizität und einzigartig sind, gleichzeitig aber Sozialwesen sind und mit allen verbunden und von den anderen abhängig sind. Das kann man sogar quantenphysikalisch nachweisen, dass wir in Netzen aus Energie und Information miteinander verbunden sind. Also wir sind ein Lebewesen oder ein Zusammenhang, was der Begriff des Universums sagt.